Die Nationalmannschaft ist in der Krise. Die sollen helfen. Die EM ist nur noch wenige Monate entfernt. Wenn du als 17-Jähriger in die A-Nationalmannschaft kommst, hast du riesen Druck. Daran kannst du nur scheitern. Hast du noch mehr schlechte Argumente? Zum Glück. Deutschland kann auch Fußball spielen. Habe ich was verpasst? Na, die deutsche U17-Nationalmannschaft. Die sind gerade Weltmeister geworden. Das ist doch irre, Mel. Ja, das ist echt stark. Tolle Truppe. Genau. Und deshalb sollte Bundestrainer Nagelsmann auch einige von ihnen schon jetzt in der Nationalmannschaft testen. Was? Hast du Fieber? Nein, ich meine das schon ernst. Ich habe da vor allem an Paris Brunner und Noah Darwisch gedacht. Die sind erst 17 Jahre alt und müssen sich noch entwickeln. Uwe Seeler ist mit 17 auch Nationalspieler geworden und Youssoufa Moukoko übrigens auch. Aber die hatten vorher schon Profipartien gespielt. Brunner und Darwisch nicht. Das wäre doch absurd. Es geht hier um die A-Nationalmannschaft. Aber das sind doch beides Ausnahmespieler. Der eine steht beim BVB unter Vertrag und der andere beim großen FC Barcelona. Ja, und was soll das jetzt bringen? Die Nationalmannschaft ist in der Krise. Die sollen helfen. Die EM ist nur noch wenige Monate entfernt. Wenn du als 17-Jähriger in die A-Nationalmannschaft kommst, hast du riesen Druck. Daran kannst du nur scheitern. Hast du noch mehr schlechte Argumente? Frischer Wind kann auch dabei helfen, um den etablierten Spielern mal ein bisschen Dampf zu machen. Da liegst du völlig falsch. Die sind meilenweit hinter dem Level der Nationalspieler. Die werden sicher keine Konkurrenz sein. Woher willst du das denn wissen? Jugendfußball ist was völlig anderes als Männerfußball. Die trainieren doch aber längst mit den Herren. Ich glaube da nicht dran. Mit so einer Überraschungsnominierung macht sich Nagelsmann angreifbar. Die Menschen werden sich fragen, was der Zirkus soll. Im Gegenteil. Nein. Doch. Ach Mann, ey. Mit der Nominierung der beiden U17-Weltmeister würde Nagelsmann einfach nur zeigen, dass er alles probiert, um Erfolg zu haben. Aber es hätte keinen Erfolg und er würde sie verheizen. Der verheizt sie doch nicht. Wenn es erfolgreich ist, ist Nagelsmann der große Held. Und wenn es nicht klappt, ist es auch kein Problem. Ja, ja, du bist auch so ein Held. Was willst du? Nichts, du nervst mich einfach. Du nervst mich. Na siehste, dann haben wir endlich mal was gemeinsam.